Und da ist noch ein Flusen, den muss auch noch weg und das ist auch, das ist nur ein Flusen. So, ja, ich mache mal schnell sauber, denn heute ist die große Release-Party zu Bonn geht aus, das neue Magazin des Generalanzeigers und da soll es natürlich ordentlich aussehen. Und deswegen hat man mich beauftragt, hier den roten Teppich noch ein bisschen sauber zu machen, den wir heute ausgerollt haben und das mache ich jetzt. Oh, da ist auch noch ein Flusen, den nehme ich auch noch. So, jetzt. Fünf Jahre lang gab es den Restaurantführer des Bonner Generalanzeigers. Höchste Zeit also, sich was Neues einfallen zu lassen. Und das ist dabei rausgekommen. Bonn geht aus. Das Magazin rund um Essen und Trinken in Bonn und der Region. Auf 200 Seiten werden hier 270 Restaurants, Bistros und Cafés vorgestellt, wo sich die Redaktion sagt, da lohnt es sich auf jeden Fall hinzugehen. Herr Martinsen, Bonn geht aus, das neue Magazin des Generalanzeigers. Auf 200 Seiten gibt es jede Menge Gastro-Tipps aus der Region. Wer ist denn eigentlich auf die Idee gekommen, da was Neues zu machen? Die Idee gibt es, glaube ich, schon sehr lange. Wir hatten am Anfang des Jahres dann endlich mal den Schwung zu sagen, jetzt packen wir es mal an. Es gibt ja schon sehr lange einen Restaurantführer. Aber jetzt war es einfach mal Zeit, ein neues Konzept zu machen, neue Gedanken zu machen. Einfach mal zu zeigen, wie interessant und bunt und vielfältig Gastronomie hier in der Region ist und was man alles machen kann. Und das war der eigentliche Anlass. Und das Ergebnis gibt uns, glaube ich, recht. So, bei uns ist jetzt Björn Lange. Das ist der Chef vom Dienst von Bonn geht aus, also sowas wie der Hauptkoordinator dieses Magazins. Herr Lange, Sie haben selber mit ausgesucht, welche Restaurants in Bonn geht aus dabei sind. Wie sind Sie da vorgegangen? Wir haben uns also verabschiedet von dem alten Konzept des Restaurantführers, das einen gewissen Anspruch auf Vollständigkeit hatte. Wir sind hingegangen und haben uns in einer Jury zusammengesetzt. Die Besten haben ihren Schweiß vergossen und haben sich dann für etwa 270, 280 Restaurants entschieden, statt vorher über 600, die dann letztlich übrig geblieben sind. Und wir haben nach bestem Wissen und Gewissen entschieden, aber völlig subjektiv. Es gibt in jeder Rubrik die Top-Restaurants und die Top-Cafés und Top-Bistros. Wie gibt es denn da eigentlich? Wie wurde dort entschieden, wer zu den Top-Besten gehört? Das haben wir auch in der Redaktion diskutiert, also wirklich auch diskutiert, so wer ist unter denen, die wir ausgewählt haben, nochmal der Beste der Besten. Wir haben es unsere Besten genannt, sodass die wirklich nochmal ein extra Sternchen bekommen haben. Und das wurde dann demokratisch sozusagen bestimmt. Das ist eigentlich auch das Schöne daran, es ist eine Auswahl. Wir wollen nicht alle Restaurants zeigen, sondern wirklich nur die guten. Und deswegen ist es auch so ein schönes Magazin geworden. Herr Busch, fünf Jahre gab es den Gastroführer, jetzt gibt es Bonn geht aus. Warum eigentlich? Der Restaurantführer war so ein bisschen in die Jahre gekommen. Wir haben ja hier in Bonn eine ganz lebendige Gastroszene und der Restaurantführer hat das Ganze nicht mehr so ganz widergespiegelt, fanden wir. Sodass wir gesagt haben, Neuanfang, neuer Titel, neues Konzept und neue Optik, es ist mal an der Zeit. Das war der Grund. 270 Restaurants wurden vorgestellt. Haben Sie da als Anzeigenchef auch ein bisschen mitreden dürfen oder lag das tatsächlich komplett bei der Redaktion? Es lag komplett bei der Redaktion. Ich hätte vielleicht mal gerne ein bisschen mitgeredet, aber da waren die Kollegen der Redaktion sehr konsequent. Da haben wir vom Anzeigenbereich her keine Einflussmöglichkeiten. Wenn Sie persönlich schauen würden, wenn Sie gucken, 270 Restaurants sind dabei, wie wählen Sie demnächst Ihre Restaurants aus? Gehen Sie nur noch mit Bonn geht aus und raus und schauen, welche Restaurants dabei sind? Ich habe drei Exemplare, einen für zu Hause, einen fürs Auto und einen fürs Büro. Genau so muss es sein. Zu einem Release-Party eines Gourmet Führers wie Bonn geht aus, gehört natürlich auch richtig gutes Essen und deswegen haben wir uns hier zur Party fünf Gastronomen aus der Region eingeladen, die die Gäste heute mit kulinarischen Highlights vergnügen wird und deswegen schauen wir uns mal um, was es denn heute so alles zu essen gibt. So, wir sind jetzt am Stand von Delikat aus dem LVR-Museum. Neben mir steht der Chefkoch Herr Siewicke. Herr Siewicke, was servieren Sie heute Abend den Gästen? Also als erstes haben wir eine geräucherte Entenbrust auf einem Lebkuh-Linsensalat mit ein bisschen Chorizoöl. Dann haben wir hier ein rote Bete-Carpaccio. Roten Bete kommen aus Alfa hier um die Ecke, lokal, regional. Und mit ein bisschen Büffelmozzarella, Sechuan-Pfeffer, Avequina-Olivenöl und einem Granatapfel-Dressing. Also meiner Meinung nach klingt es hervorragend. Sie haben es gerade gesagt, regionale Produkte aus der Region zu verwenden, im Delikat eigentlich normal, oder? Ganz normal, ja, selbstverständlich. Ja. Ist das eine Herausforderung für Köche, mit regionalen Produkten zu arbeiten?
Ja, also wir wechseln wirklich die Karte relativ oft. Ich telefoniere mit dem Bauern einmal die Woche und sage, was hast du da? Und dann sagt er mir, ich habe jetzt rote Beete, ich habe Sellerie, ich habe Kohl. Und dann sage ich, okay, gib mir bitte davon. Und dann müssen wir die Karte wirklich wöchentlich so gestalten, dass wir mit den Produkten von unseren Lieferanten arbeiten können. Das ist die Challenge, ja. Und es gibt jede Menge weitere Restaurants, die es auch tun. Nicht nur das Delikat aus dem LVR-Museum. Und all diese Restaurants haben wir natürlich auch in unserem Gastroführer von Bonn geht aus zusammengestellt. Vielen Dank. Ich dürfte, würde ich natürlich jetzt hier sofort zugreifen, denn das ist ein Mousse au Chocolat mit Bio-Schokolade. Ganz toll auch vom Delikat, aber ich bin ja zum Arbeiten hier und nicht zum Essen. Schade. So, wir sind einfach einen Stand weitergegangen und sind jetzt bei der Rheinaue und der Herr Hütsch vom Restaurant der Rheinaue, ja, legt nochmal kurz Hand an. Herr Hütsch, was kredenzen Sie heute Abend den Gästen? Ja, also wir haben hier einmal ein wunderschönes Hummus-Püree, also es ist Kichererbsen-Püree mit einem Saatespieß aus Roulade. Dann haben wir hier ein Krabben-Tatar mit einem, also unter einem Pumpernickel. Wir haben jetzt bei uns einen echten Star-Koch, Jean-Marie Dumont vom Vieux in Sinzig. Schön, dass Sie heute Abend hier sind. Ihr Restaurant ist natürlich mit dabei, natürlich. Aber dazu noch 269 weitere Restaurants. Ist das ein Indiz für eine sehr lebhafte, kreative Gastro-Szene in der Region? Ja, das ist eine Gourmet-Region. Die sind rein Flecke von Bonn, die Ach ist auch gut mit einbezogen, wo der Weinbau gibt. Ist auch automatisch eine Genussregion, wo Wein gibt. Es ist ein vielfältiges Angebot in ihrer Führer. Für jeden Anlass, für einen Kaffee, für ein gutes Bier zu trinken. Das geht von einfach bis zum Gourmet-mäßig. Das ist für jeden Anlass, es bleibt nichts übrig zu wünschen, muss man sagen. Was würden Sie sagen, wenn man nicht so die Erfahrung hat, gute Restaurants zu finden? Worauf sollte man achten? Wie finde ich ein richtig gutes Restaurant? Ein gutes Restaurant, das ist ein Spruch von Paul Bocuse, ist ein Restaurant, der gut besucht ist. Dass da so viele Menschen hingehen, das kann nicht so schlecht sein. Das ist schon ein guter Indikator. Restaurant, wo wenig Gäste drin sind, da würde ich vielleicht schon vorsichtig sein. Und damit geht ein langer Abend bei der Release-Party zu Bonn geht aus zu Ende. Zeit also für uns, auch ein Gläschen zu trinken. Mein Kameramann und ich stoßen jetzt auch ran und ich sag mal, viel Erfolg, Bonn geht aus. Prost! Sehr lecker.